Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Startdeck gegen. Giftiges Umschalten. Ach ja, ich habe Ein die neue Deck. Border. Ein Deck mit einer alternativen Win Condition. Bist du schon Level 25 im Kasten? Oh, Heavy in Level Level 7 halt. 25. Naja, 50. Ach, oder? Ich dachte, bei Level? 25 kriegt man den Pass. Level? Den Rahmen hat man doch immer bei 25 schon bekommen. Wie nennst du das? Die Dinger im Ach, Duellpass. das kann Keine, sind das jeder? keine Level oder Stufe? Mir egal, also. Naja, auf jeden Fall bin ich bei dem. Ja, praktisch, ich habe jetzt irgendwie keinen Hunger mehr auf diese ganze Liste, die ich mir hier hingetan habe. Ich habe mehr Lust auf Schokolade jetzt. Aha. Das wird Genau. spannend. Ja, das, So. ja gut, werden wir sehen, ob du mich hier besiegst mit der Die ganze alternativen hier, Win ne? Also das Condition. ist unwahrscheinlich, dass ich das beim ersten Mal hinkriege. Mein Granada. Unter Umständen war es mir vorher mehr Schaden, das kann schon leicht passieren. Ja, irgendwie brauche ich gerade, also alles, was ich habe, will irgendwie Friedhofskarten. Oder gibt es an sich schon einige Friedhofseffekte? Ich meine, ich weiß nicht, du hast keinen Link 1, aber also kannst du das nicht einfach so wegmachen. Korrekt. Ah, das wird sogar Und gehen. ich habe auch ein Sehr paar gut. außerirdische Karten. Aber nicht genug. Okay, du greifst mit der an, ich sehe schon. Nein, ich habe nicht verstanden, was du da getan hast. Sechs Sterne? Ach so. Okay, du bist stärker als ich, krass. Ja, genau, das habe ich mir vorher ausgerechnet. Sonst hätte das nicht so viel Sinn ergeben. Okay, töte ihn mal, ich möchte seinen Effekt ausprobieren. Wird das so? Ich weiß nicht, ob das ein guter Trade ist, Okay, aber. sure. Das ist irgendwie witzig, weil er hätte das ja auch gemacht. Okay. Ach Okay, so. so kriegst du die Falle. Ich sehe schon. Jetzt habe ich eine Version verbannt und eine gesetzt. Also kriegst du die Falle. Jetzt brauchst du aber, Falle. glaube ich, noch das Monster, oder? Habe ich das richtig kapiert? Oder? Ja. Fallentrick gehört zu diesen Fallenpflanzenkarten. Ja, zu Trap-Tricks. Oh, warte mal, wo hab ich noch? Nee, jetzt habe ich die gezogen. Nervig. Ich brauche fünf Reptilien im Friedhof. Ich habe eine. Toll. Die kann was. Oh, ich kann sie austauschen. Das macht sogar gerade gar nicht mal so wenig Sinn. Okay. Er hilft mir jetzt aber trotzdem nicht so sehr. Er ist ja nur gleich stark. Wenn ich wohl crashen müssen. Na, sicher. Auch egal, dann kann ich seinen Effekt benutzen. Oder auch nicht. Falls diese Karte. Ich kann jeden Effekt nur einmal benutzen. Wie nervig.
Achso, weil du den anderen benutzt hast, okay. Ja, sonst hätte ich jetzt dein Link-Monster quasi hergeholt. Ja, wow. Wieder. Ich weiß nicht, ob du das so viel gut getan hätte, aber gut. Bin mir auch nicht sicher. Aber so gewinne ich das nicht. Keine Ahnung, Mann. Ich krieg's gerade nicht ins Rollen. Mein Reptilienfriedhof oder was auch immer ich sonst noch bräuchte. Ich meine, du weißt, welche Falle da liegt und die kann ich nicht benutzen, solange da nicht Ben Nominon liegt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den herkriege. Ja, wahrscheinlich Hardmon oder ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht kriegst du ihn auch in die Hand, wenn du ihn millst. Ich meine, du hast ja Snake Rain. Also ich kann aus dem Friedhof specialen, wenn ich da 5 Reptilien habe und im Moment sind es 2. Oh, cool. Ich habe mehr Glück. Okay, dann kannst du den Effekt benutzen, denke ich mal, oder? Du hast recht. Genau, sind halt jetzt beide Empfänger, was natürlich nicht ganz so gut ist. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht, ob ich 4 Sterne Monster habe. Ich habe nur 5er gesehen, ich muss nochmal nachgucken, sobald er auf dem Feld ist. Also der gibt dir jetzt Zellmarken, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber so ist das Leben. Was? Du weißt nicht warum, ja, meinst du nicht, dass das wohl unter Umständen Teil der Gimmicks der außerirdischen Monster sind? Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist doch irrelevant! Ja, natürlich ist das irrelevant. Ich bin froh, dass du eine Arschzellmarke hast. Was? Okay, ich könnte jetzt Link... Nur weil sie A heißt? Oh. Ah, okay, hier. Die hier zum Beispiel. Monster mit A-Zellmarken, die dein Gegner kontrolliert, werden in die Verteidigungsposition geändert und du kannst keinen Effekt aktivieren. Toll. Null Def. Das ist natürlich nicht übel. Ja, interessant. Die L2er. Ja gut, ich muss mir jetzt noch kurz den Synchrotypen durchlesen, vielleicht will ich ja den. Ältestes Wesen Hastor. Der gehört nicht dazu. Ah, okay, der gehört zu den ältesten Wesen. Wenn du den killst, rüstet er das Monster aus. Und dann kann dein Monster nicht mehr angreifen, solange ich dran hänge. Ich übernehme dann die Kontrolle, wenn du sie los wirst. Cool. Ich habe jetzt, 2 Link 2er und eine Link 3er als Möglichkeit. Du kannst ein Reptil nicht Link-Monster. Das ist die Anzahl der Zellmarken, die dein Gegner kontrolliert, vom Friedhof spezial beschwören. Okay. Brauch das aber gerade nicht. Ich will eigentlich 5 Reptilien auf dem Friedhof haben. Im Moment ist einer da. Wenn ich die 3 loswerde, bin ich bei 4. Das hilft mir also auch noch nicht. Sind es überhaupt alles Reptilien? Ja, okay, mein, das ist. Das heißt, ich muss den L2er holen und dann erst auf den L3er gehen. Kann ich aber gar nicht, weil der sagt 2 plus. Braucht er doch 3 Monster, oder nicht? Was? Was meinst du? Wovon redest du jetzt schon wieder? Wenn das Link 3er 2 plus sagt, dann braucht er doch 3 Monster. Oder reichen wirklich 2? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass das schon mal nicht so wollte, wie ich wollte, aber ist auch. Ja, 2 plus heißt, dass 2 Monster reichen. Okay. Das wäre gut. Weil plus heißt ja nur, dass du noch mehr Monster nehmen darfst. Du musst ja dann halt auf die Linkzahl achten. Was aber ja in dem Falle passt. Echidna. Wenn das nicht funktionieren würde, würde explizit 3 Monster dastehen, wie beim Traffic-Geist hier drinne. Was macht ihr jetzt? Dich auf 0 ATK setzen. Aber da kannst du nicht viel tun. Während deiner Mainphase. Ja, dann aber Monster, wenn du kannst. Deine Hand adaptieren, man soll euch hinaus. Okay, das muss ich verhindern, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht so gut ausgehen könnte, wenn das durchläuft.
Ich weiß gar nicht, ob der zweite Effekt überhaupt bewusst ist von dem Monster. Nein, ich wollte den Link 3er holen. Jetzt kann ich nichts machen. Ja, du, der zweite Effekt ist ein Search-Effekt für Karten, die quasi damit spielen, dass ich 0 ATK habe. Da kriegst du nochmal eine Special Summon raus und sonst was. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher über alle Effekte, die da drin waren. Okay, Dennis, ich habe 4 Reptilien im Friedhof, GG. Ja, das... 8 Heizwasserlilie. Hier kommt Venominion! Okay, der ist stärker. Das finde ich jetzt nicht so, so toll. Wenn der jetzt irgendwie gekillt wird, also er muss zerstört werden, aber er darf nicht durch Kampf zerstört werden, dann kriege ich Venominage. Eine Linkbeschwörung ist keine Zerstörung. Nein. Eine Zerstörung ist nur eine Zerstörung. Habe ich meinen Normal Summon noch? Nein. Du hast doch schon. Hast du dein Alien nochmal beschworen? Immerhin habe ich gerade so genug ATK. Yay. Ich hoffe jetzt, dass ich schwarzes Loch ziehe. Oh, was will denn der jetzt noch? Naja, oder. Zerstöre es während der Endphase. Oh, shit. Ah ja, gut, ist jetzt gar nicht so negativ. Der aktualisiert sich scheinbar sofort. Naja. Was meinst du? Ja, er hat 500 ATK bekommen. Ja, also der Effekt ist ja auch live. So geschrieben, dass das ja permanent, also das ist ja kein Effekt, der das dann nimmt und so. Er wird schwächer, wenn du ihn einmal zerstört hast, weil ich ihn dann nur noch, also das ist schon interessant, mag ich eigentlich. Eine interessante Art von Wiedergeburt. Ich bin jetzt gerade am überlegen, lasse ich den jetzt da und lasse mich jetzt von ihm angreifen oder mache ich ihn kaputt und muss mich dann um die andere kümmern? Ja, das ist die Preisfrage. Ich weiß nicht, kann ich die mir durchlesen? Verwandte Karten. Als ob die da jetzt nicht dabei ist, wird die Fallenkarte. Verwandt. Hier, Venominage. Also die hat genauso viel ATK. Ich meine, gut, die hätte dann 3000, wenn der andere noch tot ist. Kann nicht für Karteneffekte jetzt ausgewählt werden. Bleibt komplett unberührt. Stirbt durch Kampf. Kommt die auch wieder vom Friedhof? Ja. Ah, das ist natürlich alles. Müsstest sie. Ja. Weil sie ist ja immun, solange sie auf dem Feld ist. Also, sobald ich die habe, ist es, glaube ich, schlimmer für dich. Die Frage ist, wie hole ich mit die jetzt? Naja, du musst dein Monster irgendwie zerstören. Ja, ich weiß gerade aber echt nicht wie. Ich meine, gut, die Falle von gerade, die 8 Heizwasserlilie könnte. Nein, die kann das nicht. Nein, mit der habe ich ihn geholt. Wer könnte das denn? Der Vierer, der will, dass ich was abwerfe. Ach, was weiß ich. Ich greife das mal an. Wir haben es ja nicht eilig. Toll. Notfalls besiegt der dich eben. Kann ich auch gut mitleben. Ja, das. Mein Nominon. Das könnte helfen. Ich musste jetzt nur 2 Wares craften für das Deck, weil es doch ganz gut hingehauen hat mit den. Das mit meinen Edelsteinen. Das machen wir. Müsste ja eigentlich. Oh, was haben wir denn hier? Shiny. 12 Sterne Synchro. Gibt 4, 5 und 8 als Synchro. Okay. Genau. Ah, interessanter Effekt. Darf als Nichtempfänger behandelt werden, auch interessant. Zum Sinken. Okay, du willst ihn wieder in der Hand haben, wie ich sehe. Ja, die kann man ja raus specialen. Die wolltest du nicht? Okay. Die hat weniger ATK. Ich meine, like, okay. Aber die ist ja eigentlich sehr, sehr gut, um quasi
Du müsstest da ja noch ein Synchromonster im Extra-Deck haben, was auch zu diesem Minamia-Archetyp gehört. Ja, schon, aber ich habe kein anderes Monster, weißt du. Und mit dem hier mache ich dir diese Runde 400 mehr Schaden. Das ist nicht rund genug. Hast du mal dann Effekt, wenn du wenn du ihn killst, also ja. Ist doch wurscht. Ich habe eigentlich nur einen Weg gesucht, das andere Monster loszuwerden. Und mir fällt gerade auf, jetzt habe ich ein Problem so ein bisschen. Ja toll, das hilft mir nicht. Ja, ich habe keinen Schimmer, was in deinem Deck überhaupt dabei ist. Ich meine, ich kann das hier machen. Oh nö. Meine Ersatzkarte. Aufstieg der Schlangen, warte. Warte mal, das ist ja wirklich, brauche ich ja noch. Also ich kann jetzt das hier machen, aber dadurch, dass jetzt nicht mehr sie mit 0 Def ist, zerstöre ich jetzt natürlich das andere, was irgendwie auch nichts bringt. Nice. Fallentrick. Konnte nur die wählen. Was kann die denn? Wähle ein Reptil, zerstöre sie und zwei Karten vom Gegner. Du hast jetzt eine zu wenig, also kann ich die nicht benutzen. Ansonsten würde ich damit natürlich Venominon loskriegen. Ha. Ich habe noch eine Achtheitswasserlilie. Hat irgendjemand von denen einen coolen Effekt? Nehmen wir den da. Den hole ich mir dann auch gleich. Ja, wer war das jetzt? Der da. Super. Friedhofs Special Summoned. Dein Gegner zieht eine Karte und falls er dies tut, fügst du deiner Hand ein Achtheitenmonster von deinem Deck hinzu. Dann legt jeder Spieler eine Karte von der Hand auf den Friedhof. Na super, dann. Naja, egal. Du gönnst dir mal eine Karte. Ich gönn mir auch eine Karte. Die hätten wir noch nicht. Nauja. Die muss jetzt abgeschmissen werden. Weil ich keine andere Auswahl habe. Aber das macht mir nichts aus. Das ist genau die Anzahl an ATK, die ich brauche. Das ist jetzt schade. Ich meine, du hast auch so schon genug, weil du noch ein zweites Monster hast. Ja. Ich bin kurz davor gewesen, die andere zu beschwören. Aber das hat jetzt keinen Sinn. Darauf warte ich jetzt nicht. Vielleicht in der zweiten Runde. Ja, das vielleicht. Ich meine, was du natürlich probieren kannst, ist die Verteidigung zu beschwören und dann mache ich sie einfach mit meiner anderen Karte kaputt. Ohne es quasi zum Wissen. Oder geht das nicht? Ich bin mir gar nicht sicher, welches Level ist denn die überhaupt. Ah. Okay. Jetzt werfen wir mal ein bisschen was ab. Ah ja, der Schlangenregen. Als erstes möchte ich den da loswerden. Ha. Ah ja, Stufe 8, stimmt, das wird halt gut. Und dann machen wir einfach mal von jedem eine oder so. So, hier, nehmen wir die einfach mal. Lalala. Es ist nur die Frage, wie ich den specialen kann.
interessant. Okay. Also musst du auf jeden Fall mit Zauber der Falle machen. Weil durch Effektmonster geht's nicht. Ich kann diese Runde leider nicht machen, was ich tun möchte. Ich habe jetzt keinen Empfänger gezogen. Die eine aus dem Friedhof hätte sich jetzt specialen lassen. Die mit 0-0. Aber das hilft mir gerade nicht so wahnsinnig viel. Ja, wobei ich hätte linken können dann. Aber habe ich jetzt zu spät dran gedacht. Okay, ich erlaube es. Was kann der? Du ziehst, ich ziehe. Legen wir beide wieder was ab. Ach, nee, diesmal nicht. So, was ich jetzt aber machen möchte, ist Beschränkungsumkehr. Okay. 2-5. Ach ja. Das ist ein bisschen viel, ATK. Ja, ja. Ha. Du musst den nur umdrehen, dann stirbt er. Hä? Wie jetzt? Okay. Falls das gewählte Ziel in der Tagesposition geändert wird. Ich weiß auch nicht warum. Es ist halt einfach so. Okay, okay. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Was ist denn, wenn es zugeflippt wird? Für gewöhnlich sollte das nämlich nicht so einen Effekt haben. Alles klar, sure. Schade, dass ich die andere Falle noch nicht habe. Sonst hättest du mir jetzt nämlich geholfen, aber das Glück gab. Ah. Okay. Dann glaube ich dir mal, dass du die Falle noch nicht hast. Ist nicht so, als könntest du es jetzt nochmal rückgängig machen. Warum? Ich meine, ich hätte auch die Fallenkarte hinten auswählen können, so. Oder so, oder. Ich weiß gar nicht, wie das gilt jetzt. Oh, du hast recht. Ich dachte, du musst Monster nehmen, mein Kind. Mein Friedhof ist echt voll. Naja, ja, das Reptilien wollen ja auch einen vollen Friedhof haben. Also, wo funktioniert das ja? Alter Schwede, hast du viel. Anderes Punkt. Ah, das ist kacke. Warum bist du kein Empfänger? Und die auch alle nicht. Also du brauchst deinen Link 2er, dann kommst du an Empfänger. Ansehen. Oh, scheiße, ich kann der Linken. Guter Punkt. Warum vergisst du... Mein ich war kurz davor, Endphase zu drücken. Aber warum vergisst du denn alle Sachen, die du immer machen kannst? Das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, danke. Ich habe die Echidna und ich habe den außerirdischen Schocksoldaten. Okay. Ah, da, du kriegst ja dann 0 ATK. Ja. Wäre das einfacher. Der andere würde mir damit helfen, den Nominon zurückzuholen. Will ich das dann machen? Nein, nein, du erst brauchst eine Zellmarke und ich kann nichts abwerfen. Das kann ich also nicht machen. In deiner Main Phase. Wenn der Gegner ein Monster mit 0 ATK hat. Ich glaube, ich mache dann das, was die Echidna kann. Das hast du vorhin ja verhindert, indem du sie zerstört hast. Schauen wir mal. Als erstes kassierst du deinen Abzug. Genau.
kannst deine Hand der Reptilmonster mit unterschiedlichen Namen. Ja. Bis zum Anfall der Monster mit 0 ATK, die den Gegner kontrolliert, von deinem Deck hinzufügen. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spiels keine Monster außer Reptilien. Toll, ich habe also jetzt ein Freebie. Was hilft mir das jetzt? Ja, wie ein Freebie. Was hilft dir jetzt? Schau dir mal die Monster an, die du da kriegen kannst. Ja, ist bestimmt irgendwas Tolles dabei. Kein Monster. Kannst du schon. Nur blöd, dass ich jetzt nichts mehr auf der Hand habe, wenn ich die spiele. Aber ist egal, ich kann sie nämlich specialen. Das ist der Grund, weshalb ich sie genommen habe. Ich meinte jetzt nicht explizit die, aber okay. Ich weiß nicht, wen du meintest, weil da war niemand dabei, dem jetzt geholfen hätte. Ich meinte eher die anderen, aber ich bin mir nicht mehr über ihren kompletten Effekt sicher. Macht die mehr Damage, wenn ich jetzt weiterlinke? Außerdem wird mein Monster im Friedhof stärker, wenn ich es irgendwann wieder zurückgeholt habe. Kosmischer Schlitzer Zerol. Was auch immer das ist. Du kannst deiner Hand eine Karte, die einen Effekt hat, von deinem Deck hinzufügen. Ein Effekt, der mit diesen A-Dingern zu tun hat. Ah, okay, das war eine der anderen, die ich in der Auswahl hatte. Ah, der ist auch nicht schlecht. Okay, ich habe aber. Da greifen wir dich jetzt mal an. Tut gar nicht weh. Die kann Zählmarken entfernen und Reptilmonsters normal beschwören. Ja, okay, ich brauche die richtige Falle und dann brauche ich den Venominon zurück. Weiß nicht, ob das in dem Duell noch was wird. Ah, super. Ich glaube, das reicht nicht. Aber es ist ja permanent. Okay. Oh nein. Ja, okay. Schätze, das ist jetzt in dem Duell auch egal. Benutze meine Fallenkarte. Ja, das hat jetzt einen großen Sinn gehabt, die noch zu aktivieren. Ja, natürlich. Zwei Angriffe. Ja, hatte ich im vollen Friedhof, Mann. Okay. Holy shit, ich hab die hier gezogen. Also es gibt Decks, die vollere Friedhöfe haben, ja? Wenn du dir mal Orkus da anschaust, dann landet da nicht so viel. Okay, jetzt ist die da drin. Darf sie du aber. Du kriegst nicht. Deine ja. andere wieder, oder? Ja, genau. Ja. Ich brauch diese scheiß Fallenkarte. Weißt du, ich hab schwarzes Loch, ich könnte ihn jetzt zerstören, aber ohne Fallenkarte krieg ich ja die andere nicht. Ox.
abgesehen davon, die andere musste ich dreimal angreifen und ich glaube, das Duell wäre jetzt eh schon vorbei. Ja, das ich weiß echt nicht, wann wir das sehen werden, dass die Wind Condition mal erfüllt ist. Das ist das größte Problem an der Wind Condition, das stimmt. Ja, nicht nur angreifen, sondern auch Damage dabei machen. Man hat keine Möglichkeit, direkt anzugreifen. Man hat, glaube ich, auch keine Möglichkeit, dass es irgendwie, dass man irgendwie burnen könnte oder so, damit man zweimal Schaden in einem Zug hinbekommt. Weil das würde, glaube ich, technisch gesehen ja auch gehen, oder? Und da ist Ghost Trick ja schneller erledigt. Ich habe hier auch schon was für eine Animation, das da kommt. Oh Mann. Muss da ja sein, dass ich die ziehe. Hm. Okay, fallen. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich das hier mache. Okay. Okay, dann kannst du noch eins mehlen. Das kann man benutzen, um anderen Typen zu mehlen, um like Alien Counter auf dem Gegnermonster zu kriegen. Ach, du hast ihn sogar gemeldet. Aber anscheinend nicht für die Alien Counter, ich bin ja Defense. Ja, verdeckt. Das würde ja. Oh, okay. Ich habe ihn. Okay, für die 5-Sterne-Synchro habe ich ihn gemeldet. Das ist auch eine Strategie. Ja, ich dachte mir, 4 Sterne haben wir schon gesehen und mache ich jetzt 5-Sterne-Synchro. Wenn du mich nicht davon abhältst. Ist mir auch komplett egal, was die kann. Das lese ich mir durch, wenn sie da ist. Sieh er, was heißt es denn? Kosmische Festung? Golga. Will ich mir selbst A-Zellmarken geben? Ich glaube nicht. Einmal pro Spielzug offene Zauber und Fallen wählen. Die Karten auf die Hände zurück und verteile neue A-Zellmarken auf Monster. Ach, okay, scheiße. Ich hätte ihm echt Zellmarken geben sollen. Das hätte ihn gar nicht, hätte ihn ja gar nicht gestört. Ja, normalerweise stört das deine Monster nicht wirklich, wenn sie Zellmarken haben. Deine Zauberkarte ist offen. Das stimmt. So funktioniert das mit Feldzauberkarten. Ich krieg jetzt eine Zellmarke. Ich hätte jetzt schon 3 haben können, wenn ich den vom Friedhof nicht verneint hätte. Mein Fehler. Naja, nächstes Mal weiß ich's. Dann hätte ich nämlich deine Bäckerei jetzt schon zerstört. Mhm. Ganz toll. Verdammt, ey. Echt. Da habe ich mich selbst voll. Ah. Was soll's? Als ob du die. Aber dann natürlich ist die gleiche, mein Fehler. Ich meine, sie kam auf die Hand. Ja. Ich habe aber wirklich eine zweite auf der Hand. Ich hätte eigentlich aus Witz die andere setzen können, weil die nicht shiny ist, ob du es merkst. Das sieht jetzt gleich sehr dumm aus. Aber lass mich ausreden. Ja, das Ding hat 0. Okay, ja. Achtheit Zauberfalle. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher, was die normal. Ah, ja, 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 die ist nicht schlecht. Darfst du nicht nochmal angreifen? Hey, mach ich doch! Ja. Will ich die jetzt opfern dafür? Was kann die Wasserlilie nochmal? Leg was auf den Friedhof, wenn 5 Monster auf dem Friedhof sind. Oh, wenn du die jetzt zerstörst, dann sind 4 auf dem Friedhof. 4 und das ist auf dem Friedhof legst, werden es 5. Ja, aber ich habe die andere Falle trotzdem nicht. Ich zerstöre sie und dich mit. Ich
beschütze meine Lebenspunkte. Wenn ich die andere Falle schon hätte, dann hätte ich das jetzt nicht gemacht, damit ich aus Venominon die andere machen kann. Aber so hole ich mir jetzt erstmal Venominon. Machen wir es. Holy sh... Okay, wow. Wie wäre es denn erstmal mit Schlangenregen? Sure, dann werfen wir noch ein paar mehr von den Reptilien in den Friedhof. Liebe Schlangenregen, richtig gut. Wer hat sich das ausgedacht? Let's go, Abseitswasserlinie. Sieht da einfach daran, weil Reptilien so scheiße sind, deswegen können sie so eine Karte kriegen, die einfach voll krass ist. Ich möchte wen specialen. Das ist der Achter. Ja, wahrscheinlich den meisten anderen Elementen wäre so eine Karte wahrscheinlich komplett broken, aber hier funktioniert's. Ja, das... Ah ja, 4500, das ist ja einiges. Schaffst du sogar in 2 Hits, nicht in 3. Also, dann spielen wir die andere. Mein Gott, ist das... Der kann gar nicht genug Attacke haben. Das geht gar nicht. Damit du nochmal eine Karte suchen darfst. Eigentlich, damit ich das in diesem, damit ich das Duell in diesem Zug beenden kann. Ach so. Ich wollte nur ein zweites Monster und möglichst viel Attacke haben. Ich habe schwarzes Loch auf der Hand. Aber ohne die richtige Fallenkarte kann ich halt nichts tun. Ah toll, das Duell ist doch noch nicht vorbei. Das ist eigentlich fast egal, wenn ich aber... Spiel den Angriff. Aber warte mal, der ist ja sogar ein Angriff. So. Wäre der andere vielleicht besser gewesen. Ja, 2000. Der wäre, glaube ich, wär auch auf 2000. Ist irrelevant. Okay. Also, okay, sure. Und hier kommt Venomi. Oh, warte doch. Ja, dir fehlt die Falle. Ist egal, ich hab dich hier gezogen. Kann aber einen abschmeißen. Sure. Also, ist jetzt vollkommen irrelevant, aber schauen wir mal, wie stark wir jetzt sind. Nur 5k, okay. Ja, ist ja im Endeffekt nur ein Reptilmonster mehr. Ja. Weil der hat das auf dem Feld, glaube ich, auch gezählt. Nein. Er ist genervt worden, als ich es gespielt habe. Gut, dann bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao.